Okay. Genau, ich loote gerade hier die Basis. Ich weiß aber nicht, ob in dem Waffenbunker, ob das, aber es wird ja dann nicht verbunden sein mit dem Dings, ne? Mit der Basis. Und die Frage, wie, was lassen wir hier? Biokraftstoff brauchen wir nicht. So, weiter geht's. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Imperium Galactica Survivor Multiplayer. Ja, wir wurden alleingelassen hier auf Masperon und warte mal, jetzt muss ich schon mal gucken. Ich glaube, die Triebwerke sind nicht an. Genau, die waren nicht an. Die schalten wir jetzt noch schnell an. Die anderen haben den Krieg ohne uns beendet und sie haben alles platt gemacht. So, alles ist an. RCS ist auch an. So, okay, jetzt können wir auch düsen. So, wir müssen Richtung Osten. Wir können nochmal über das Kampfgebiet fliegen mit unserem Meteor. Also so wie der Buschfunk es verlauten lässt, ist alles weg hier. Die Basis ist weggespawnt, aber da liegt noch ein Rucksack. So, mal gucken, ob wir hier. Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Nein! Was ist denn jetzt hier passiert? Okay, jetzt bin ich draußen. Alter Schwede, das war eben merkwürdig. So, Ego-Perspektive. Und dann nach unten, wir wollen ja zumindest mal gucken, ob wir... Kommen wir hier wieder rein. Wir nehmen die Biene. Die Biene hat zwar keine Muni gerade drauf, aber... Wir wollten jetzt hier mal gucken bei dem Backpack. Boah, jetzt. So, wo ist denn das? Ist das, nein, ist das Kursium-Lager. Wo ist das Backpack? Hier war doch gerade ein Backpack gewesen. So, jetzt komm mal hier klar, Olli. Nee, ist gerade weggespawnt, das Backpack. Schade. Gut, dann wieder auf. Die Meteor. Ganz vorsichtig. So, jetzt nur nicht bewegen, Schiff, nur nicht bewegen. Also deshalb sollte man immer einen geraden Untergrund finden. Ansonsten hat man das Problem, dass man einfach weggespawnt wird. Also durchgeglitscht wird, so rum. So, aber wir fliegen jetzt hier zu diesem Munitionslager. Das wurde nämlich noch nicht aufgelootet. Und ich weiß, es sind auch noch Gegner drin. Das hattet ihr beim letzten Mal gesehen, dass ich das noch nicht fertig gemacht habe. Xenu Weapon-Bunker. So, ja, Olli allein gegen den Rest der Welt. So, jetzt
P. Aus. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch Munition. Die habe ich mir hier schon mal umgebaut. Oh. Gut, die sollte dann auch reichen. So, natürlich habe ich keine Scharfschützmunition bei. Ach, verdammte Axt. Oxygen-Generator. So, das packen wir mal hin. So viel brauchen wir nicht. Okay, vielleicht nehmen wir doch ein bisschen mehr mit. 15 Schuss. Scharfschützengewehr. So, okay, dann geht's runter. Wir ziehen nochmal Sauerstoff. Nehmen die Biene. Und stürzen ab. Nein, 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 nein. Und landen jetzt erstmal hier oben. So, aus. Raus die Maus. Okay, wie gesagt, wir hatten ja beim letzten Mal, hatten wir hier schon angefangen, die Container zu looten. Und noch nicht alles mitgenommen. So, draußen wird erstmal weitergeballert. Gut, dann geht's jetzt hier runter. Okay, und hier höre ich schon und sehe Gegner 1, 2, 3. Die gehen Patrouille. Okay. Ganz kurz mal nachladen. Scheiße, ja, ist schon gar keine Hells mehr. Okay. Medipack. Aus wie der Generator. Okay, Dose reingepfiffen. Munition. Irgendwo müsste denn vielleicht auch ein Spawner hier sein? Genau da. Holla die Waldfee. Und ich allein hier. Meine Güte. So, Generator. Könnte man jetzt ausschießen, dann wäre es aber nicht mehr, dann wäre es nur halb so schön. So, nachgeladen ist. Ach, auch nur Scheiße drin. So, Futter hier mal hin. Ja, Gegengift, Stormish-Pilz und Wundheilsalbe. Okay. So, was ist hier? Nichts ist hier. Okay.
nachhören. Weiß nicht, ob hier oben. Hier ist zumindest. Hier sind Container hinter. Okay, erstmal holen wir uns. Ich brauche Medipacks, Leute. Ich brauche Medipacks. Scheiß ATM-Karte. Was soll ich denn damit? Okay, erstmal kurz Fersengeld geben. Also ich laufe da rein. Wundsalbe. Die hilft nichts. Okay, wir müssen ganz kurz nach draußen. Ich muss mir erst Energie holen. Genau. Sei Dank. Mann, 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 Mann. So. Ganz kurz mal die Power auffüllen hier. Oh. Alleine spielt sich das Spiel hier auch echt kacke. Wo sind die Jungs, wenn man sie braucht? Hier, Kojo hat mir sein Schiff, seine Biene dagelassen. Aber... Ach, das ist ein LCD-Display. Boah, jetzt dachte ich schon, wie hat er denn das da hingekriegt? Gut, und nochmal einmal Sauerstoff ziehen. Ja, fressen brauchen wir noch nicht. So, dann mit der Biene wieder raus. Okay. So, und Waffe. Dann geht's weiter. Auf ein neues. Wir haben uns arzten lassen. Und der Mr. Kollege hier müsste ja hier gleich irgendwo stehen. Okay, scheiße, da geht's runter. Dachte, das wäre schon gewesen. Okay, auf alle Fälle haben wir jetzt erstmal wieder Medipacks. Nur die kleinen hier hin, die hier hin. Aber vom Licht könnte man ja mal anmachen. Wie kommen wir denn? Wie kommen wir denn nachher wieder raus? Hier ist ja nichts weiter. Hier ist ja kein Fahrstuhl. Hier bin ich letztes Mal so einfach reingerannt. Mann, Mann, Mann. Okay, mit Essen können wir uns also totschmeißen hier. Sehr schön. Medipacks jetzt auch. Drei Bergbrokerne. Ja, aber wie kommen wir denn? Okay, runter, weiß ich. Runter kommen wir.
Das war nicht clever, Olli. Das war absolut nicht clever. Ja, super, du Fluffy-Kopf, ey. Ja. Waffen? Danke. Okay, gut, wir können mal ein bisschen vorgehen. Chat, wir kommen dabei. Danke. So, F5. Die Drohne. Und F5 Jörg. So. Wir haben zurück zu unseren Waffen wieder. So, brauchen wir sonst noch was? Was essen? Hier kommen wir zu und noch eine Fleischkonserve rein. Medipack. Okay, okay. So, wo ist jetzt hier mehr? Wenn wir jetzt hier reinspringen. In die Richtung? Nein, hinter uns. Zwei Mann. Ey, ich krieg jetzt hier. Das ist das zweite Mal. Gut, weiter geht's. Wenigstens tun die ja nichts. Also zumindest meine Drohne nicht. Okay, was haben wir denn hier? Da ist der Spawner. Da ist ein Spawner. Und da ist eine gelbe Kiste und da sind auch Viecher drin. Okay. Gut, jetzt ist mir die Frage, wie kommen wir nachher hier raus? So, jetzt sind die beide da. Die sind wir genau im Rücken. Okay, Minigang. Das hier und Butter. Okay. So, kommt die hier nochmal her, oder nicht? Okay, Minipack genommen. Nochmal Minipack genommen. Okay. So, der ist weg. Da ist ja noch einer. Der Schäde, wie viel sind denn von den Kollegen hier? Okay, jetzt aber. Gut, haben wir das erledigt. Gut, mit der ATM-Karten können wir uns jetzt auch totschmeißen. So, ein großes Minipack, das hier hin. Und Nahrung. Scharfschützengewehr haben wir 20 Kugeln. Okay. Und davon haben wir 552 Kugeln. 227. Okay.
sieht's aber gut aus. Wir haben alleine Xenowaffenbunker eingenommen. Na holla die Waldfee. Rackraketen. Weiß ich nicht, was das hier mit dem Essen aus sich haben soll. Okay. Aber wir können den Kern, glaube ich, gar nicht zerstören. Dafür brauchen wir entweder Plasma oder Sprengstoff. Haben wir beides nicht. Cool. Ja, ihr seid ja erledigt hier, ne? So, wie kommen wir nach oben? Sehr schön, so kommen wir nach oben. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, wir brauchen ja hier jetzt auch nicht mehr so viel mitnehmen. Okay, so, Jetpack kurz aufladen. In die Biene. Wir gucken vorsichtshalber nochmal die Kisten. Ich hab's aber, glaube ich, beim letzten Mal. Jetzt mal alle gelootet. Hier auch den gelben. Ja, nichts mehr drinne. Und dann können wir endlich diesen gottverdammten Planeten verlassen. Was ist das hier? Was ist Radioaktives dran? Leer. Und leer. Gut. Alles mitgenommen, alles gelootet. Auch nur zweimal. Zwei Mann verloren. Okay. Angedockt. Licht an. Tor wie ich zu. Hier rein, hier rein. Okay, dann kannst du jetzt hier auch aufhören zu produzieren. Könnten höchstens vielleicht noch mal hier 10 8,3er machen. So, Medizin, zack, zack. Bergbaukerne, sehr schön. Ja, was das hier, der Scheiß ist alles nicht so wichtig. Komm, das können wir wieder reinmachen. Das liegt auch alles drinne. Dann können wir die Teile hier auch für unsere Waffen, die wir produziert haben, auch wieder mit reintun. So, Munition. Wir sortieren mal. Ich muss mal ganz kurz hier mal ein bisschen sortieren. Da haben wir genug von. Das können wir nach Hause bringen. Minigun. So, Adrenalinspritze. Medizin. Munition. Hier haben wir noch was. Futter können wir auch mit hier reinpacken. Gegenmittel, Munition. Na? Also die Minigun, die fetzt schon. Ein Problem. Nein, nicht ein Problem. Das Sturmgewehr fetzt schon. Ein Problem ist... Hier, Glasplatten können hier noch rein. Ein Problem ist, dass es einfach mal wird zu Ende sprechen, ne? Ein Problem ist einfach mal, dass sie so wenig Schuss hat. Das ist bei der Minigun natürlich anders, ne? Da kannst du draufhalten. Und habt ihr gesehen bei den Viechern, dass die einfach mal, wenn man die... Na ne, was ist denn hier los? So, und Kaffee. Haben wir keinen Platz mehr. Kann ich nichts doppelt packen. Okay. Dann. Hier ist der Kühlschrank. Da kommen jetzt erstmal gleich zwei Pakete rein.
Durians und dann könnten wir eigentlich, das könnten wir noch machen, hier, die und die wandeln wir um in Durian-Keim und ein Kürbiskeim. Kürbiskeim. Medikit. Lalala, das wird er nicht gesehen. So, wir kriegen aus zwei Stück Krimi raus. Das ist doch nicht schlecht. Dann warten wir noch ganz kurz ab. Packen wir uns das mal hier auf die Dings hin. Und hier kriegen wir auch zwei raus. Sehr schön. Haben wir noch Tomatenkeime? Brauchen wir nicht. Davon haben wir genug. Dann können wir zumindest schon mal Vorbereitungen treffen. Wer als nächstes hier mit dem Ding fliegen möchte. Sauerstoff. Müssen uns gleich um Sauerstoff kümmern. So, das war, keine Ahnung. Kürbis. 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 Durian. Durian. Okay. Das sind die Geschütze. Nein, da brauchen wir nicht. Müssen wir nochmal nach unten fahren. Es tut mir leid. Wir müssen nochmal nach unten fahren. Muss mir erstmal Sauerstoff ziehen. Sonst überlebe ich den Flug nicht. Aber erstmal Energie. Gesundheit. Gesundheit. Und dabei habe ich gar nicht genießt, ja. So. Maximal aufgefüllt. Dann nochmal hier hin zum... Und die Muni eingepackt. Ja komm, dann nehmen wir nochmal Output 50. Nehmen wir nochmal 10 Stück mit. Kann er produzieren. So, hier unten in die... Entschuldigung. So. Hier können wir die Stomach Pills noch hinpacken und hier Multiwerkzeug. Okay, das wird ja natürlich alles in unser Hauptlager irgendwann umgemünzt. Gut, aber ich würde sagen, das reicht für die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich versuche jetzt noch meine Mitkameraden zu kontaktieren, aber das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis morgen und ciao.